6, 7, 8, 9. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36 davon. Das waren zu viele. Das war ein Water Intake, ich brauche aber einen Lava Intake. Ich habe jetzt übrigens einen Engineer's Toolbox Wrench da drin. Weil ich es kann. Den müssen wir natürlich noch eine mit. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Iron Pipes brauchen für. Nehmen wir es auch mal mit. 8 Stück. Dann ziehen wir uns mal den Grobaufbau. Also wir haben ja 5x5 Platz. So, das heißt, die normale Mittelbasis wäre hier so. Mist, uns fehlt genau eins. Warte mal. Doch, hier ist ein Fünfer drin, ne? Das heißt, wir brauchen doch noch einen. Also eine Socket. Da haben wir jetzt natürlich nachgeguckt. Wie viele Item-Outputs wir brauchen, aber ist jetzt eigentlich eh völlig egal. Und Lava Intake. Haben wir 52, ich meine, den Rest können wir dann eh gleich wieder weghauen, sag ich mal. Tschüss, Baum. Output, Output, Output. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nur. Passt eh. So. Hier Intake, 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 Intake. Hier einfach die ganze Zeit Lava mit diesen Sockets und den Intakes abwechseln. Und man stellt mal vor, Wasser wäre eine Ressource, die man für irgendwas abnormal viel bräuchte, ne? Ich will nicht wissen, wie viel man hier rauskriegen würde. An Wasser nur mit so einer Konstruktion. Das ist sicherlich effizienter als so ein Aqueous Accumulator von Terminal Expansion. So, und der Ding steht dann genau. Warte mal, wo könnte ich den eigentlich hinpacken? Könnte man doch eh dann gleich automatisiert laufen lassen. Eigentlich sogar an die Logistik-Pipes anschließen, die Red Matter Furnaces. Na, da kommen dann nämlich, denke ich mal, werde ich Red Matter Furnaces rein tun wieder, um einen Transmutation Table aufzuladen. Wäre jetzt so meine Idee gewesen. Hier sind Iron Pipes und da sind Stone Pipes. So. Gut, also auf jeden Fall, bevor man fragt. Ah, genau, hier finden wir Channel 1. Iron Pipe. Wenn ich jetzt mal hier so frei bin und den Energiekondenser reinhaue, so, dann hier schon mal irgendwie alles Mögliche an Müll rein, also an Rotz rein packe.
So. Drei, vier, fünf, sechs. Ist ja noch genau zwei Stone Pipes, ist ja klar. Und dahin. So, perfekt. Und die müssen natürlich auch alle in den Energy-Kondenser reinfließen. Hoppala. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass die im Energy, also dass hier ein Energy-Kondenser so genial aufbewahrt ist, sage ich mal. Das würde ich dann lieber nach irgendwo hinleiten, wo der dann später stehen wird. Und zwar über Golden Pipes. Miau! Ist das nicht toll? Weil das Ding ist nämlich, ich muss ja. Ne, die Dinger sind ja egal, wo ich sie anschließe, oder? Genau, die Justice Pipe darf nicht nach unten. Okay, dann machen wir das doch mit einer Cobblepipe. Hier. Wurscht. Energy Kondenser. Dann hier die Grütze rein, die wir so nicht brauchen. Zum Beispiel auch die hier bis auf 2. Kobbel kommt immer rein. Perfetto. Dann müssen wir jetzt noch kurz hier ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel Lava-Eimer holen. Das heißt hier zum Beispiel primär Lava-Eimer holen. Das machen wir über hier. Jetzt müssen wir erstmal hier so machen. Mal schauen, wie viele das jetzt hier sind. Ah, genau. Und als andere Idee sollten wir noch ein Red Matter Furnace holen. Um natürlich wieder die Produktion in Gang zu bringen. Na? So läuft das hier. Gut, und dann habe ich zwei Stone Transport Pipes oben vergessen. Warte mal, falls ich die überhaupt noch irgendwo habe. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Haben wir Stone Transport Pipes drinnen? Nein, haben wir hier. Nein, erst recht nicht. Haben wir hier welche drinnen? Ja! Boah, cool, ich bin so organisiert. Dann. Wusch. Wusch. Dann, ich feiere mich einfach gerade, dass wir hier so effiziente Farmen haben, sag ich jetzt mal. Läuft das schon? Warum läuft das nicht? Aha. Dann muss ich die wohl doch umstellen auf Channel 1. Ja, auf Channel 1. Okay, alles nochmal auf Anfang. Lol, was denn hier? Wieso habe ich die denn nicht eingestellt? Channel, Channel, Channel. Channel, Channel. Das hier ist so ziemlich die schwierigste. Channel, 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 Channel. Ich meine, das haben wir hier schon. Wir haben jetzt ja relativ wenig. Ja, wir haben jetzt ja ein Lava-Intake pro Ding. Das sieht man natürlich auch. Also hier kommt sehr wenig an, sage ich jetzt mal. Weil dann würde ich einfach nochmal abwarten, wie sich das entwickelt, wenn ihr einfach mal erstmal alle
Dinger am Producen sind. Oh, und hier sollte man vielleicht auch auf langfristige Zeit eine Diamond Transport Pipe in der, was heißt Diamond? Eine Iron Pipe in Erwägung ziehen. Ich denke, das wäre sehr sinnvoll. Ich hoffe mal, das ist nicht so, dass hier dann die Baumform abfackelt und dann konsequent oben ein Fußboden abfackelt. Mit dem Lava-Ding hier. Okay, wir brauchen hier definitiv eine Dingens. Eine Iron Pipe, dass das automatisch nach oben geht. Weil sonst, wenn hier wir alle Dinger drin haben, dann gute Nacht. Perfekt. So, und jetzt nehmen wir als erstes mal einfach nur die vier Ecken in Betrieb. Und sehen schon, das geht jetzt schon gut ab. Ist aber bei beiden nicht alles. Als nächstes nehmen wir die vier Dreierteile hier in Betrieb. Und das ist hier schon. Das ist schon deutlich effizienter, als das, was wir vorher hatten. Jetzt nehmen wir aber hier noch zusätzlich die Dreier-Dinger in Betrieb. Oh, mit Machines Toolbox kann man so viele tolle Sachen machen. Und wer denkt, das ist jetzt schon. Also jetzt beginnt schon langsam echt heftig zu werden, von dem es hier reinkommt. Ich meine, wir reden immer noch nur von Cobblestone. Und das geht schon gut hoch. Und das Ganze machen wir nochmal eine kleine Spur effizienter, indem wir nochmal 4 Cobblestone pro Ticket dazu holen. Und jetzt eskaliert es gleich richtig. Wenn ich das letzte noch mache. Lava. Ja, so ein paar Lava-Buckets reinholen. Ich mag Sachen herauszögern. Sehr, sehr gerne, wohlgemerkt. Und wer jetzt schon meint, das ist schon heftig. Oh, also vielleicht sollte man noch hier mal. Oh, die kommen jetzt stackweise immer rein. Okay, na gut. Schade, ich dachte eigentlich, die kommen hier schön nacheinander immer rein. Jetzt eskaliert das. Ich glaube, jetzt kommt da. Ja, ich weiß nicht, ob das Ding überhaupt noch nachkommt mit dem Red Matter Furnace produzieren. Von dem, was an Cobblestone reinkommt. Ich hoffe mal so. Ja, es geht gerade noch. Gerade noch geht das. Gut. So. Hier kommt dann ein kleines Fenster rein. Ich weiß ja nicht, was passiert, ob man auch einen Obsidian-Generator damit machen kann. Wenn das eine mit Lava-Intakes macht und das andere mit Wasser-Intakes. Oh. Das geht aber gerade so gut. Also man sieht hier schon, das ist fleißig am produzieren. Ich meine, das ist ja nur Cobblestone. Stell dir mal vor, das wäre jetzt hier mal was richtig Heftiges, was halt auch richtig reinhaut. Bei Project E.
Mein Cobblestone hat eine Wertigkeit von einem. Also nichts eigentlich. Es ist schon so am Eskalieren und ich glaube fast. Zack. Bräuchte ich noch eine mit Loch. Ich bin so ein kleiner Ästhetik-Fanat. Ich gebe es ja zu. Oh, mir fällt gerade auf, wir brauchen mehr Marble mit Lochfassaden. Wartet schnell. Wunk? Das ist so toll. Ja, gute Frage. Warum mache ich das hier auch noch? Weil ich, wie ich mich kenne, vermutlich auch von dieser Seite hier, von der Forestry-Seite, ein kleines Fenster reinmache. Ich finde, das darf man sich schon anschauen hier. Na dann auf der anderen Seite hier so sieht, wie das da so rauskommt, sieht das ja auch hässlich aus. Und genau das ist quasi der Grund, warum ich dann hier auch eine kleine Fassade reinhaue. So. Perfekt. Hier geht das gerade schon ab. Das passt perfekt. Das ist eigentlich. Müsste ich jetzt zur Vollständigkeit halber. Hier mit der Marble-Ring komplett ist. Hier auch überall. So ein dämliches Band dazu rüber zu ziehen. Keine Ahnung, kann man ja vielleicht als. Wartungspodest verkaufen. Ach, so ein Rotz. Na, wurscht. Solange das Zeug durchkommt, passt mir das eh. Na gut, und solange hier die Produktion vorankommt, passt mir das auch ganz gut. Ich sollte dann vielleicht die Dinger noch irgendwie abtransportieren in eine Barrel oder so. Langfristig wird das nämlich auch überlaufen hier. Also ich meine, wir haben hier gut Platz erstmal, aber... Ja, ich weiß nicht. Könnte irgendwann eng werden. Kann man eigentlich aus dem noch irgendwas herrscht? Nee. Ich muss jetzt mal schauen, was hat denn am meisten EMC von allen? Und TNT, ja, wenig. Wahrscheinlich eh irgendwas im Project E. So, ein Red Matter Block. Hier 10 Millionen Energy Controller. Ja, die brauchen wir eh nicht. Energy Condenser. Ich hätte ja fast nichts, wenig. 25 Millionen. Ah, der kleine ist der Omega. Der kleinste Omega hätte noch mehr als ein Red Matter Furnace. Oder generell die Rüstung. Denn ich könnte natürlich auch kleine Star Omega hier produzieren lassen. Und ich meine hat eh ordentlich viel. Hat meine eigentlich mehr EMC als der hier jetzt? Verstehe ich nicht ganz. Auf jeden Fall der Omega hat aber mit Abstand am meisten. Aber ich glaube mit den Red Matter Furnissen sind wir auch ganz gut bedient hier. Wenn ich jetzt bedenke, was ich hier alles an, keine Ahnung,
Eisen oder so produzieren könnte. Und ich meine, von dem, was man sieht, natürlich, oh ja, gut, der hat halt hier einfach nur ein paar Dinger hingetan. Und das ist ziemlich hart am Eskalieren, diese paar Dinge. Denn eben ist seine bisherige Farm ein bisschen erweitert. Ja, ja. Kann man das? Oh, was? Das interessiert mich jetzt. Was passiert, wenn ich daraus eine Fassade mache? Hallo, Gans. Das würde mich jetzt auch echt interessieren. Weil dann kann ich, es kann sein, dass ich die ganze Konstruktion eh noch ein bisschen umbauen werde. Dass das Glas quasi bodeneben ist. Also jetzt sieht das doch eh so relativ cool aus, oder? Ich weiß nicht, also es sieht irgendwie so unspektakulär aus. Wann kommen die blöden Fassaden? Fassaden, bitte. Ich warte auf euch. Fassaden. Ich sollte da unten vielleicht ein paar... Oh, da sind sie ja. Ich sollte da unten vielleicht ein paar... Okay, das ist jetzt echt furchtbar. Nicht schlimm. Ist nur ein bisschen nervig. Das ist doch toll so, oder? Die Frage ist jetzt, kommt das hier wieder rein? Ja, sieht gut aus. Ich meine, das ist jetzt der Inbegriff von unspektakulär. Das ist einfach nur ein Energy-Kondenser im Nichts. Das sieht schon dumm aus. Vor allem, man kommt nicht mal rein. Ich sollte mir noch überlegen, ob ich das so mache. Ich sollte mir wirklich überlegen, ob ich das so mache. Wirklich, wirklich. Die andere Frage ist, kriegen wir das überhaupt? Also jetzt ist der Energy Condenser aber echt schon langsam an den Kapazitätsgrenzen tatsächlich. Gerade so, dass der die Stacks, die noch drin sind, auch nur irgendwie abbauen kann. Wird aber auch schon langsam eng. Heilige. Oh, wir haben ja gleich Neustart, ne? Gut, ich glaube, das wäre dann erstmal das Ende der Folge. Das funktioniert ja hier jetzt erstmal alles.
Oh nein, warte. Das Wichtigste noch zuerst. Nein, ich will noch was nachschauen. Ich will nur noch kurz was nachschauen. Ja, wir haben 20 Kartoffeln. Hat geklappt. Jetzt kann ich auch beruhigt sterben. Wir haben Kartoffeln. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.